Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin was? Eigentlich habe ich bei meinen Missionsguides bisher die Priorität auf die offiziellen Karten gelegt und das wird auch so bleiben, aber diese User-Map ist mir seit Jahren in guter Erinnerung geblieben. Sie soll eine Harry Potter-Vorgeschichte sein, die den Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald in Siedler portiert. Das war übrigens lange vor dem Erscheinen von Fantastische Tierwesen. Unser Ziel ist es, Grindelwald zu töten und gleichzeitig Dumbledore um jeden Preis zu beschützen. Alles andere ist irrelevant. Wir müssen uns keine Sorgen um unsere Türme machen und auch die feindlichen Siedlungen müssen nicht zwingend zerstört werden. Da es sich nicht um eine offizielle Karte handelt, seid ihr vermutlich nicht hier, weil ihr Hilfe mit ihr benötigt. Wenn ihr die Karte spoilerfrei spielen wollt, könnt ihr das Video jetzt beenden. Oder natürlich pausieren und später zu Ende schauen. Den Link zur Karte findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr habt jetzt 5 Sekunden, bevor ich mehr zur Karte sage. Im Nordosten der Karte gibt es 2 große Mana-Produktionen auf einer separaten Insel, eine für euch und eine für Grindelwald, wobei letztere sie nicht nutzen wird. Eine weitere Besonderheit dieser Karte ist, dass ihr keine großen Tempel bauen könnt, ihr werdet also keine weiteren Priester bekommen. Die Trojaner wären zwar theoretisch dazu in der Lage, bauen meiner Erfahrung nach aber ebenfalls keine Tempel. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für die Wikinger, welche mit einem Tempel starten. Die Siedlung der Trojaner ist stark verteidigt, großzügig ausgebaut und der einzige Weg, um Grindelwald zu erreichen. Sie kann aber nicht in eure Richtung expandieren, ihr könnt also komplett auf Türme verzichten, womit den Trojanern ein Angriffsziel fehlt. Westlich von Dumbledore und Grindelwald befinden sich 2 große rohstoffreiche Gebiete, welche in unterschiedlichem Ausmaß von den Wikingern kontrolliert werden. Euer mittelfristiges Ziel wird es sein, diese Gebiete zu übernehmen. Außerdem gibt es südlich unserer Startposition ein großes Rohstofflager mit Baumaterial, Werkzeugen und einigen Waffen. Ich habe sein Potenzial nie wirklich ausgenutzt, aber ihr könnt euch hier frei bedienen. Beachtet aber, dass nur Diebe den von den Trojanern kontrollierten Teil des Weges sicher passieren können. An unserer Startposition finden wir einige Diebe, Pioniere und Geologen. Wenn ihr es wie ich auf die umständliche Weise machen wollt, nehmt ihr langsam das Gebiet ein und verwandelt eure Spezialisten immer wieder in freie Siedler, wenn sich Soldaten nähern. Viel besser und sicherer ist es aber, eure Spezialisten zunächst zur trojanischen Grenze im Süden zu bewegen, dort etwas Gebiet zu übernehmen und sie dann umzuwandeln. Ihr müsst euch aber keine Sorgen um die Schwertkämpfer der Trojaner machen, die von euren Spezialisten potenziell angelockt werden könnten, da sie durch die Verteidigung der Wikinger müssen. Im Idealfall sorgt ihr für genug Platz für ein mittleres Wohnhaus und eine Kaserne. Sobald ihr einen Soldaten habt, kann die weitere Expansion auch über Türme laufen, wobei dessen Fertigstellung stets getimt sein sollte, damit er nicht erobert wird. Sorgt dafür, dass euer Land an beide Gebiete des Wikingers grenzt. Falls ihr mehr Platz benötigt, kann sich auch ein Holzfäller lohnen. Dumbledore selbst kann auf vielseitige Weise eingesetzt werden, achtet nur darauf, ihn außer Reichweite jeglicher Bogenschützen zu halten. Die Wikinger setzen aber keine solchen ein, erst die Trojaner werden eine echte Gefahr für ihn. Euer nächstes Ziel ist es, das Gebiet der Wikinger zu übernehmen. Da sie auch mit Grindelwald verfeindet sind, werden sie früher oder später gegen ihn kämpfen, haben aber langfristig keine Überlebenschance gegen ihn. Es könnte sich lohnen, mit der Eroberung der großen Türme zu warten, bis die Trojaner sie einmal übernommen haben. Denkt daran, dass ihr auf dieser Karte auch ohne Türme nicht verliert, es gibt also keinen Grund, sie zu behalten. Sobald ihr das Wikingergebiet erobert habt, wird es langwierig, aber einfach. Errichtet in beiden Gebieten eine Nahrungs- und Schwerindustrie, damit ihr genug Level 3 Soldaten produzieren könnt. Ich empfehle außerdem mindestens 200 Träger und 2 Sets Zielobjekte, damit ihr später nicht zu viele Soldaten braucht. Um den Trojaner zu schwächen, könnt ihr die Verteidigung des Wikingers im Norden übernehmen und dort Angriffe provozieren. Selbst wenn ihr überwältigt werdet, sind die Verluste der Trojaner meist deutlich höher als eure eigenen, ihr könnt also nur gewinnen. Die Produktion eurer Soldaten kann sich etwas ziehen, aber zum Glück kann die F12-Taste auf dieser Karte praktisch gefahrlos genutzt werden. Sobald die Größe eurer Armee mit der Trojaner vergleichbar ist, stellt ihr eure Waffenschmieden auf Schwerter und geht in den Angriff über. Nachdem ihr euch zu Grindelwald durchgekämpft habt, gilt die Map als gewonnen. Aber erwartet jetzt bitte nicht, dass ich regelmäßig User-Maps zeige. Ich habe auch so noch über 150 offizielle Karten vor mir.